War echt gestern eine Aktion. Also ich bin immer noch total genervt von den Mädels. Also das kann doch echt nicht wahr sein. Jetzt ist unsere ganze Freundschaft kaputt. Aber ich will mich jetzt auch nicht entschuldigen und bei denen ankommen, weil ich meine, die haben genauso viel Schuld wie ich. Oh Mann, also das gestern war wirklich echt die absolute Härte. Dass das jetzt so eskaliert, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, das war wirklich richtig schlimm. Ja, aber Kim hat auch einfach echt total übertrieben. Ja, finde ich auch. Ja, schon, aber irgendwie war es ja auch unsere Schuld. Also ich meine, wir haben uns ja gegenseitig angezickt. Ja, das stimmt auch wieder. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir uns entschuldigen. Keine Ahnung. Okay, hier ist auf jeden Fall besetzt. Ach, dann gehe ich hier hin. Ach Mann, ich weiß doch auch nicht. Also das nervt einfach, diese ganze Situation. Ja, und außerdem ist es, wie gesagt, ihre Schuld, weil sie hat angefangen mit Jaden. Ja, das stimmt, da können wir auch nichts dafür. Ach Mädels, was machen wir bloß? Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Also wir sollten das irgendwie klären. Wir sollten sie einfach zur Rede stellen. Das ist doch der einfachste Weg. Und außerdem sind wir doch auch erwachsen und so. Ja, finde ich auch. Wenn wir sie sehen, stellen wir sie zur Rede. Und Punkt. Ja, okay, machen wir so. Außerdem, wer ist da überhaupt die ganze Zeit auf Klo? Das ist ja voll unheimlich. Hat sich da jemand eingesperrt? Oder macht da jemand gerade sein Geschäft? Voll ekelig. Ja, das wäre wirklich ekelig. Aber jetzt nochmal ernsthaft, Leute. Wenn wir Kim sehen, lass uns sie zur Rede stellen. Ja, das machen wir. Das ist eine gute Idee. Okay, und du redest. Nein, du redest. Das war deine Idee. Oder du redest. Hä, wieso jetzt ich? Ihr könnt doch reden. Was sollen wir überhaupt sagen? Keine Ahnung, dass es uns leid tut vielleicht, aber ich weiß nicht, tut es uns denn leid? Also, ja, schon. Okay, Leute, wenn wir sie sehen, sagen wir einfach, es tut uns leid für die Aktion gestern, was da passiert ist mit dem Parfüm, war, das war wirklich richtig uncool. Ja, das war uncool, aber sie soll sich gefälligst auch entschuldigen. Ja, sehe ich auch so, Leute. Hey, Leute. Kim, was machst du denn hier? Oh mein Gott, heißt das, ihr habt uns die ganze Zeit zugehört? Wie peinlich ist das denn? Ja, ich habe euch gehört. Ja, also, okay, ja, dann, also, was wollten wir jetzt nochmal sagen? Also, es ist so, ja, also, wir, also, wollten uns, jetzt sag schon, mach schon, entschuldigen. Wir wollten uns entschuldigen, aber nur dafür, was gestern passiert ist, wegen dem Parfüm und so. Ja, genau, und für nichts anderes. Richtig, nur für das, weil schuld bist immer noch du. Schuld bin immer noch ich? Aber woran bin ich denn schuld? Ich meine, es ist ja schon mal lieb, dass ihr euch entschuldigt wegen gestern. Das war wirklich richtig kindisch. Aber wieso soll ich mich jetzt entschuldigen? Also, oh, sie hat also nicht draus gelernt, Leute. War doch klar. Kommt, wir gehen. Ja, das ist doch Zeitverschwendung. Hä? Halt, stopp. Ich meine, wegen der Sache mit Jane oder was? Also, ich meine, was kann ich. Also, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, okay, das war vielleicht gemein von mir, weil ich weiß, dass ihr ihn auch alle ganz nett fandet. Und ja, das fanden wir. Wir finden ihn alle ziemlich nett und attraktiv. Nicht nur du. Ja, gut, aber ich meine, was soll ich denn machen? Also klar, das ist gemein, weil wir sind ja Freunde und so. Aber ihr seid doch auch meine Freunde, Leute. Und ich meine, ihr könnt mir doch auch mal was gönnen und beziehungsweise euch für mich freuen. Das macht man doch so, oder nicht? Ja, im Prinzip stimmt das ja schon. Ja, okay, sie hat vielleicht recht. Ich meine, wahre Freunde freuen sich ja für andere Freunde. Ja, gut, vielleicht war das vielleicht von uns nicht so cool. Ja, das stimmt. Es tut uns leid. Danke, Leute. Aber was? Hä? Bist du? Weinst du? Du siehst ja wirklich mega traurig aus. Was ist los? Erzähl. Naja, also seitdem Jaden diesen einen Tag bei mir war und ich meine, wir haben uns ja wirklich total gut verstanden und so. Und ich dachte, naja, also ich bin schon ein bisschen verliebt gewesen. Also ich dachte schon, also ich meine, ich dachte halt schon, dass wir vielleicht jetzt mehr als Freunde sind oder so, aber. Er hat sich jetzt halt überhaupt nicht mehr gemeldet. Also so gar nicht, gar nicht. Also im Prinzip ghostet er mich jetzt. Bitte was? Er ghostet dich? Dieser komische Jaden-Typ? Ghostet unsere beste Freundin? Das geht ja gar nicht. Da kannst du nur froh sein, dass du denn los bist. Ja, ehrlich mal. Und außerdem sind wir auch froh, dass wir denn los sind. Also das geht ja wirklich gar nicht. Ja, Leute, ihr habt recht. Ihr seid ja auch total süß. Ich bin auch froh. Also. Es war wirklich ganz schön unfair. Ich meine, er hat echt einen Keil zwischen unsere Freundschaft irgendwie gelegt oder wie das heißt. Und das, ja, keine Ahnung. Es ist schon irgendwie echt uncool. Oh ja, das war uncool. Sogar sehr uncool. Was denkt dieser komische Typ Fuzzi eigentlich, wer er ist mit seinen blöden Instrumenten? Wisst ihr was, Leute? Ich bin dafür, dass wir ihn eins auswischen. Oh ja, da bin ich auch dafür. Bist du dabei, Kim? Hä, eins auswischen? Inwiefern? Also, wie meint ihr das denn? Ich meine, also, ich weiß ja nicht. Ey, der hat dich doch voll hops genommen. Das kannst du nicht auf dich sitzen lassen. Ja, ehrlich mal. Wir haben schon eine Idee. Ich weiß noch nicht welche, aber ja. Du weißt doch bestimmt, wo man ihn antrifft. Oder ich würde sagen, dass wir ihn mal so richtig eins auswischen. Naja, also,
das klingt eigentlich gar nicht mal so verkehrt, auch wenn es mir irgendwie leid tut. Also ich weiß, dass er auf jeden Fall heute Abend irgendwie so eine Bandprobe oder sowas hat, also beziehungsweise einen Auftritt. Na, das klingt doch wunderbar. Und weißt du, wer auch da sein wird? Tja, wir also. Wow. Wir haben einen Plan. Kommt, Mädels, wir sollten uns noch ein bisschen besprechen für heute Abend. Alles klar. So, da wären wir. Guck mal, Leute. Da hinten ist er ja schon mit seiner komischen Band. Oh, okay. Also, Leute, ihr wisst, wie der Plan lautet. Ja, stimmt schon, aber ich weiß ja nicht, wenn ich das hier so sehe, ob ich... Also, ich meine, wir würden ja das ganze Konzert crashen und... Ja, so soll das doch auch sein. Jetzt hab dich doch nicht so. Guck mal, was er dir angetan hat. Also, und außerdem, guck mal, da sind überall nur Mädels. Guck mal, wie die ihn angucken. Voll ekelig. Ja, das stimmt. Okay, Leute, los. Alles nach Plan. So, Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr alle da seid. Es ist der erste große Auftritt mit mir und der Band und es bedeutet mir wirklich sehr, sehr, sehr viel. Also vielen, vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Vielen, vielen Dank. So, das war unser erstes Stück und wir kommen gleich zu unserem zweiten Stück. Los, das ist der Moment, Kim. Los geht's. Okay, und hier ist unser zweites Stück. Hehe. Moment. Hä, Kim, was machst du denn hier? So, weg damit. Also, das kann ich dir erklären, was ich hier mache. Leute, glaubt diesen Typen kein Wort. Jaden ist der größte Betrüger. Der allergrößte Betrüger, den ihr jemals gesehen habt. Er hat versucht, die Freundschaft mit mir und meinen besten Freunden zu zerstören. Oh ja, genau so ist es gewesen. Willst du nicht auch was dazu sagen, Jaden? Hm? Ich habe dazu überhaupt nichts zu sagen. Was, sag mal, was willst du hier? Was bildest du dir ein? Was denkst du nicht, wer du bist? Du kannst doch nicht einfach hier zu unserem Auftritt kommen und hier irgendwie so... Doch, das kann ich. Das siehst du doch gerade. So, bitte das Mikrofon... Und ich wünsche euch natürlich noch allen ein wunderbares Konzert, Leute. Und jetzt schnell weg hier. Oh mein Gott, Leute, habt ihr sein Gesicht gesehen? Das war ja zu witzig, wirklich. Okay, also meint ihr, dass das wirklich stimmt? Also ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Keine Ahnung. Also ich finde ihn trotzdem süß. Leute, sorry für die Unterbrechung. Also diese Frau muss verrückt sein oder so. Keine Ahnung. Wie auch immer, mach einfach weiter. Ja, Jaden, wir lieben dich trotzdem. Ew, guckt euch mal die Mädels an, wie die ihn angucken. Richtig widerlich. Ugh. Ja, voll, Leute, aber wisst ihr, was das Allerschlimmste daran ist? Ich meine, wir haben ja Jaden am Anfang auch so angeguckt und haben ihn ja echt angehimmelt. Ja, also wirklich. Leute, was haben wir daraus gelernt? Niemand, nix und niemand kann zwischen uns stehen. Ja, das sehe ich auch so. Ich meine, dafür sind ja beste Freunde da. Ja, definitiv. Also beste Freunde müssen zusammenhalten. Und das tun wir ab jetzt. Leute, ich würde sagen, kommt, wir verschwinden hier. Wir machen uns noch einen schönen Filmabend. Und wie findet ihr mein Kunstwerk? Sieht ja gar nicht mal so schlecht aus, also irgendwie gut. Tja, ich hab's euch doch gesagt, ich bin eine wahre Künstlerin. Ja, das bist du auf jeden Fall. Sieht wirklich gut aus. Aber hey Leute, sagt mal, habt ihr eigentlich heute schon was vor nach der Schule? Nein, ich nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Nee, ich hab frei. Wieso? Tja Leute, ich sag mal so. Nächste Woche findet doch diese Gala statt, dieser komische Award-Preis, wie auch immer. Naja, und man kann ja Tickets kaufen und ich wäre dafür, dass wir da hingehen. Und da könnten wir bestimmt auch Promis treffen. Ich weiß noch nicht, wer alles da sein wird. Aber das wird auch richtig cool. Stellt euch vor, wir am roten Teppich und vielleicht werden wir auch berühmt. Berühmt? Oh mein Gott. Auf jeden Fall. Also ich bin auf jeden Fall dabei. Lass uns Outfits kaufen. Dieses komische Ding, das kann auch in den Müll. Perfekt, Mädels. Und wisst ihr, was das bedeutet? It's Shopping Time, denn so können wir dann nicht aufkreuzen. Wir brauchen was richtig Schickes. Ich bin dabei. Und ich auch. It's Shopping Time. Tada, hier sind wir. Okay, let's go, Mädels. Lass uns nicht länger warten. Oh ja, also ich sag nur eins. Ich habe ja die Kreditkarte von meinem Dad bekommen. Also von daher, sucht euch aus, was ihr wollt. Oh mein Gott, also besser kann es ja gar nicht laufen. Ich glaube, wir sind im Paradies. Oh mein Gott, guck mal die Sachen da vorne. Los, Carla, zieh dich endlich um. Wir sind gespannt, wie du aussiehst. Okay, bis gleich. Mädels, seid ihr bereit? Ja, jetzt komm schon endlich raus. Okay, also ich muss sagen, ich bin echt in Love mit dem Kleid. Carla, oh mein Gott, was zur... Das Kleid ist ja mega hübsch. Du siehst aus wie... Oh mein Gott, das sieht so krass aus. Danke, Leute. Oh mein Gott, ich muss sagen, das ist das hübscheste Kleid, was ich jemals anhatte. Und die Schuhe und die Kette und diese Handschuhe. Oh mein Gott, also, ach, ich bin wirklich in love. Also, ich glaube, das ist wirklich das perfekte Kleid. Ich fühle mich wie so eine Prinzessin oder so. Aber jetzt seid ihr dran. Wer ist als nächstes?
Hier, halt mal die Karte. Und gut drauf aufpassen. Bis gleich, Leute. Wow, Karl, du siehst echt, sieht so krass aus. Danke. Aber jetzt bin ich gespannt, wie Cassie aussieht. Okay, Cassie, bist du bereit? Ja, bin ich. Könnt ihr runterzählen? Ach, du magst es aber auch echt spektakulär. Okay. 3, 2, 1. Tada! Oh, wow, komm mal raus, zeig dich mal. Oh mein Gott, dieses Kleid ist wirklich so schön in rosa. Das sieht aus wie eine Prinzessin, ein richtiger Mädchentraum. Und das passt auch perfekt zu dir. Danke, Leute, ich bin auch, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist das hübscheste Kleid, was ich jemals anhatte. Und oh mein Gott, wir sehen einfach so gut aus. Okay, jetzt seid ihr dran, los. Okay, ich gehe. Oh mein Gott, dieses Kleid ist so wunderschön. Chloe, bist du bereit? Ja. Okay, 3, 2, 1. Oh wow, es wird immer besser. Oh mein Gott, du siehst so krass aus, diese Farbe. Das Gold steht dir so gut. Das ist wirklich wie für dich gemacht. Danke, Leute. Also ich bin auch total, also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Der Ball kann wirklich kommen. Ich fühle mich einfach wie eine Prinzessin. Aber Kim, jetzt bist du ja noch dran. Los, hier, halt mal. Bis gleich. Oh, ich freue mich so mega auf den Abend. Bist du bereit, Kim? Ja. Okay, 3, 2, 1. Oh boy, das ist einfach unglaublich. Das ist, wow, du hast, glaube ich, das breiteste Kleid von allen. Das sieht aus, als würdest du morgen heiraten oder so. Um Gottes Willen. Aber ja, so fühle ich mich auch. Leute, schaut euch mal an, steht mal alle auf. Oh mein Gott, Leute, wir sehen umwerfend aus. Das muss ich ja jetzt mal so sagen. Ja, wirklich. Also, wow. Einfach nur wow. Ich freue mich so auf diesen Abend. Ich meine, mit diesen Outfits, da kann ja alles nur perfekt laufen. Oh mein Gott, Leute, hier sind wir nun. Ich kann es überhaupt nicht glauben. Ja, ehrlich, wir sehen einfach so gut aus und... Oh mein Gott, okay, Leute, lasst uns einfach gehen. Hey. Guten Abend, die Damen. Oh, sie sehen aber schick aus, alle. Dankeschön. Haben Sie hier Karten und haben Sie reserviert? Ja, genau. Und zwar auf den Namen Carla. Okay, einen Moment. Carla, Ja. Das passt. Okay, gehen Sie bitte durch, Sie vier. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Das Dinner wird auch gleich serviert. Oh mein Gott, das klingt ja einfach richtig gut. Okay, Mädels, lasst uns einen schönen Abend haben. Wow, guck mal, wie schick das hier ist. Oh mein Gott, hier ist ja sogar auch ein Pianist und ein Brunnen und oh mein Gott. Das ist ja richtig cool und die Musik ist richtig gut. Leute, es ist wirklich der Wahnsinn hier. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal was essen. Das Essen war wirklich köstlich, einfach nur 1A. Das war wirklich das Allerbeste und Leckerste, was ich jemals gegessen habe. Ja, ehrlich, das war wirklich unglaublich, wow. Und diese Drinks, die sind einfach so mega lecker. So, meine Damen, darf ich nun bitten, wir kommen jetzt zum Überraschungseck des Abends. Also kommt bitte alle rüber. Überraschungsakt? Also es gibt noch mehr? Oh mein Gott. Also das ist ja wirklich Wahnsinn. Ich meine, das Essen war lecker, die Location ist super und ich weiß gar nicht, wer die Leute sind. Ich glaube, das sind auch irgendwelche Promis und dass wir überhaupt hier sein dürfen. Und jetzt bin ich gespannt, was jetzt kommt. Oh mein Gott, jetzt bin ich echt gespannt. Wer kommt denn jetzt? So Leute, okay. Darf ich präsentieren? Rihanna. Oh mein Gott, warte, was? Das ist... Ist das wirklich Rihanna? Das kann doch gar nicht wahr sein. Oh mein Gott. Und Leute, sie hat... Hey, oh mein Gott, ich glaub's ja wohl nicht. Carla, sie hat das gleiche Kleid an wie du. Also ihr habt die gleichen Kleider. Oh mein Gott, ich kann's ja gar nicht glauben. Was ist das wirklich Rihanna? Oh mein Gott, oh mein Gott. Und das gleiche Kleid, was? Oh mein Gott, wie kann das denn sein? Hey Girls, oh, nice dress. Oh mein Gott, sie ist es wirklich. Und wir haben auch das gleiche Kleid. Also das ist ja... Leute, das ist definitiv der beste Tag unseres ganzen Lebens. Oh ja, oh mein Gott, das ist so krass. Oh mein Gott, also ich kann immer noch nicht glauben, dass wir einfach gestern, also beziehungsweise die ganze Nacht mit Rihanna zusammen gefeiert haben. Die Party war einfach so cool. Die Party war der absolute Hammer und ich kann vor allem immer noch nicht glauben, dass sie einfach genau das gleiche Kleid wie du anhatte. Also das ist wirklich so unreal. Aber sowas von unreal, Leute, das war einfach die coolste Party und vor allem glaubt uns das doch niemand. Ehrlich, wenn wir erzählen, dass wir auf dieser Party waren und dann noch mit Rihanna, natürlich glaubt uns das keiner, aber Gott sei Dank haben wir Fotos gemacht. Aber Leute, seid ihr auch so müde wie ich? Oh ja, das kann man wohl sagen. Also, und vor allem, Leute, wir haben einfach die ganze Nacht durchgefeiert und hatten nicht mal Zeit, nach Hause zu gehen und uns umzuziehen.
Ja, also sowas ist mir auch noch nicht passiert. Aber warum haben wir überhaupt heute Schule? Oh Mann, ich wünschte, wir hätten einfach geschwänzt, weil... Leute, ich bin auch echt total müde. Ja, und wir sind wirklich absolut overdressed für die Schule. Aber naja, besser so, als irgendwie in Jogginghose oder so zu kommen. Das stimmt, aber... Oh, ich bin so müde. Was haben wir jetzt eigentlich für Unterricht? Boah, keine Ahnung. Oh mein Gott, Leute, schlimmer hätte es doch nicht kommen können. Wir haben doch jetzt gleich Mathe. Och nein, nicht das noch. Irgendwelche Formeln. Also das packe ich jetzt nicht. Wir hatten so eine coole Nacht und dann jetzt Mathe. Das, nee, das zerstört doch irgendwie voll den Vibe. Sollen wir nicht einfach nach Hause gehen und... ich habe eine Idee. Ich meine, uns hat doch jetzt noch niemand gesehen. Lass uns doch einfach gehen. Wir machen das so. Wir gehen erst nach Hause, ziehen uns um, damit wir auch nicht mehr die Kleider anhaben. Und dann gehen wir frühstücken. Was haltet ihr davon? Fabelhaft. Ich würde sagen, das klingt gut. Ich bin auf jeden Fall dabei. Ja, ich auch. Aber was sollen wir jetzt hier? Kein Bock auf Mathe, oder? Lass uns gehen, Mädels. Oh ja, dafür bin ich auch. Der Abend war einfach so cool und jetzt Schule zu haben, nee, das zerstört alles. Kommt, lasst uns einfach den Tag genießen. Oh Mann, echt keine Lust auf Mathe. Das ist immer so langweilig. Ja, ehrlich. Das ist echt. Das interessiert auch kein Mensch, was da bei dieser Gleichung rauskommt. Ja, und Geometrie kann ich auch überhaupt nicht. Ah, einfach so öde. Aber okay, komm, diese Stunde schaffen wir auch noch irgendwie. So, und ich gehe mal davon aus, dass ihr das alle verstanden habt, richtig? Also ich habe überhaupt nichts verstanden. Oh Gott, das ist ja so schlimm. Und dazu schreiben wir dann morgen die Klassenarbeit. Also denkt dran, bereitet euch bitte vernünftig vor. So, bis dann. Klassenarbeit? Oh Gott, das habe ich ja total vergessen. Da müssen wir ja heute noch dafür lernen. Oh Mann, ich kann das überhaupt nicht. Das ist viel zu schwer. Ja, und oh Gott, wie soll das nur gehen? Keine Ahnung, Leute, aber sollen wir einfach zusammen lernen? Also Lust habe ich nicht. Ja, müssen wir ja wohl irgendwie. Dann lass uns doch gleich einfach nach der Schule ins Café setzen oder so und da treffen und dann da ein bisschen, in Anführungszeichen, lernen. Ja, machen wir. Ich meine, das bringt doch alles nichts. Also Leute, lasst uns gehen. Ach nee, wir haben ja gleich noch Sportunterricht. Ja gut, dann halt nach dem Sportunterricht. So, also hier sind wir nun. Also ich war noch nie hier und ihr... Nee, ich kenne das gar nicht, aber ist eigentlich ein cooler Spot. Ja, finde ich auch. Und das Wetter ist heute so schön, das ist echt viel zu schade, um zu lernen. Also, oh, das ist echt schlimm genug, dass wir lernen müssen, aber wenigstens sitzen wir jetzt hier. Okay, let's go. Oh Mann, echt kein Bock. Aber guck mal, die haben da hinten echt richtig leckere Sachen, das sieht voll gut aus. Ich meine, wir können doch auch eigentlich erstmal was essen, bevor wir lernen, oder? Fantastische Idee. Hi Mädels, was darf es denn gern für euch sein? Also wir hätten gern sowas von diesem leckeren, was ihr da in diesem Schaufenster habt. Das sieht richtig lecker aus. Ah ja, ich verstehe schon. Ich mache euch da was fertig. Der hat direkt gecheckt, was wir haben wollen. So, Nummer 1 für die Ladies, bitteschön. Danke. Und für dich und für euch die Sandwiches. Danke. Gerne, lasst es euch schmecken. Oh mein Gott, ist das lecker. Das ist einer der besten Sachen, die ich jemals gegessen habe. Wow, das ist ja... das ist richtig köstlich. Oh mein Gott, ich lieb's. Können wir noch einen Kaffee haben? Ich hätte gerne heiße Schokolade. Aber natürlich. So, Schokolade 1, Schokolade 2. Hier ist noch der Kaffee. Und hier, bitteschön. Ah, herrlich. Also so kann man das doch wirklich aushalten. Einfach mega lecker. Also verstehen, tun wir das jetzt nicht, oder? Also ich verstehe es nicht. Nee, ich auch nicht. Also ich kann ja noch so viel lesen in der Formelsammlung, aber ich verstehe wirklich nur Bahnhof. Und diese Checkliste bringt mir auch nichts, die er uns gegeben hat. Also ich verstehe echt nicht, überhaupt nicht viel. Wie soll das, was soll das bloß werden morgen? Ach, keine Ahnung, hier nimm du mal das Buch. Aber ganz ehrlich, Mädels, wir sollten einfach ein bisschen optimistischer sein. Ich meine, dieser Pessimismus bringt uns doch jetzt auch nichts. Also ich bin dafür, dass wir einfach ein bisschen... einfach mal Pause machen. Wir haben jetzt so viel gelernt. Lasst uns Pause machen und hier, lasst uns lieber hier so ein Magazin lesen. Also diese Zeitung, das ist doch viel cooler. Ja, du hast recht. Ich nehme mir auch so eins. Okay, gute Idee. Yo, jetzt werf doch mal. Ey, Vorsicht. Los, jetzt bist du dran. Guter Wurf. Hä, was ist das denn? Wer ist denn hier so laut? Könnt ihr nicht mal leise sein da hinten? Hallo. Wir versuchen hier zu lernen, beziehungsweise irgendwas zu lesen. Dann seid doch mal ruhig. Oh, voll am Nerven. Vorsicht, Vorsicht! Oh mein Gott, was war das denn? Ich glaube, es geht ja wohl los. Sag mal,
Wer hat hier diesen Ball geworfen? Das war gefährlich. Also, wir wurden jetzt Gott sei Dank nicht getroffen, aber wer war das? Oh, weia. Das tut mir leid. Das waren wir. Tut mir leid, Mädels. Habt ihr euch verletzt? Kommt auch wirklich nicht wieder vor. Wow. Die waren das? Also, die sind ja richtig süß. Ist doch überhaupt gar kein Problem. Also, kann ja mal vorkommen. Und, ja, cool, dass ihr hier Basketball spielt. Ihr seid also nicht sauer? Ja, dann ist ja gut. Ja, cool, freut mich auf jeden Fall. Und ja, genau, wir zocken hier immer so ein bisschen. Wir sind hier mal am Dribbeln, also das ist hier so unser Spot. Cool. Ja, das ist echt richtig cool. Hi. Ich bin Chloe übrigens. Ja, und ich bin Kim. Und ich bin Carla. Und ich bin Cassie. Wow, 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 wow. Ja, cool. Also ich glaube, so viele Namen können wir uns jetzt auf Anhieb nicht merken. Jetzt geh doch mal aus dem Weg hier. Ist ja gar nicht schlimm. Also, mein Name ist ja leicht zu merken. Wie heißt ihr denn eigentlich? Jo, also ich bin Jamal. Und ich bin Chris. Cool, voll die coolen Namen. Ja, total. Also wirklich richtig cool. Jo, danke Mädels. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr ein bisschen zuschauen oder mitspielen. Na, ich glaube, mitspielen wahrscheinlich nicht. Aber wenn ihr Bock habt, wir sind auf jeden Fall da hinten am Spielen. Also könnt ihr gerne zuschauen. Ja klar, ja klar. Jetzt mach schon, geh weg. Ich will zuerst kommen. So, jetzt werf und... Ja, Mann, starker Wurf, ja? Wow, die sind ja so talentiert und die sind echt süß, die beiden. Ja, total. Was ein toller Zufall. Ja, Mann, starker Wurf. Ah, einfach nur herrlich. Oh mein Gott, Mädels, Moment mal, wir müssen mal aus unserer komischen Traumwelt hier... Also aufwachen, es ist schon dunkel. Wisst ihr eigentlich, wie spät es ist? Oh mein Gott, da sagst du was. Wir haben gar nicht auf die Uhr geschaut. Wir sitzen halt echt schon den ganzen Tag hier und wir wollten doch lernen und schreiben morgen die... Oh mein Gott, diese Prüfung. Es ist einfach schon... Oh mein Gott, Leute, es ist 22 Uhr. Jetzt brauchen wir doch auch nicht mehr lernen. Oh mein Gott, das gibt so Ärger. Außerdem sollte ich schon viel eher zu Hause sein. Ich auch. Jetzt haben wir echt den ganzen Tag hier zugeschaut. Oh mein Gott. Also es hat sich voll gelohnt und so, aber... Wir haben überhaupt nicht gelernt. Aber Leute, einfach positiv bleiben. Wir schaffen das schon zusammen, die Prüfung. Wir gehen da ja zusammen durch. Okay, wir sollten gehen. Aber wir müssen auch noch Tschüss sagen. Leute, wir müssten dann mal gehen. Ah, jetzt schon? Schade. Also war auf jeden Fall cool, dass ihr da wart. Vielleicht sieht man sich ja doch mal. Also will ich jetzt noch ein Habs essen? Also falls ihr Bock habt, mitzukommen. Noch essen gehen mit den beiden? Das wär doch mega... Das wäre so schön. Nein, Leute, wir müssen morgen die Klausur schreiben. Das ist wirklich wichtiger. Ja, du hast recht, das stimmt. Wir können leider nicht mit, Jungs, weil wir schreiben halt morgen so eine wichtige Matheprüfung. Und ja, das ist echt ein bisschen schade. Deswegen, also, aber wir können uns ja vielleicht einfach nochmal hier treffen. Wie wäre das denn? Klar, also wir sind eigentlich so gut wie jeden Tag hier. Also kommt einfach vorbei, wenn ihr Bock habt. Okay, dann können wir ja gleich morgen nach der Prüfung kommen. Ja, finde ich gut. Gleich morgen. Okay, dann bis morgen, Leute. Ciao, ciao. Die sind ja witzig drauf. Ja, irgendwie ganz niedlich. Mädels, das hat sich voll gelohnt. Es war echt cool, aber jetzt wirklich schnell nach Hause, weil wir müssen schon noch ein bisschen pennen, bis wir zu Hause sind und... Oh mein Gott, mir graut schon vor morgen. Aber das wird schon. Lasst uns gehen. Oh Mann, echt keine Lust. Also ich mache mir wirklich Sorgen um diesen Test. Ich verstehe echt da nur Bahnhof. So, guten Morgen zusammen. Ich hoffe natürlich, ihr habt gelernt. Und es hat schon geklingelt. Wir wollen natürlich keine Zeit verlieren. Ich setze erstmal meinen Kaffee ab. Oder den trinke ich erstmal. Köstlich, Leute. So, ich verteile jetzt die Prüfung. Und dann könnt ihr auch direkt loslegen. So, alles klar. Perfekt, Mädels. Dann... Würde ich jetzt ungefähr so eine Woche oder so brauchen, um die zu kontrollieren. Bis dann. Oh Mann, das war echt schwer. Also ich habe überhaupt nichts verstanden. Also ich habe wirklich nur Bahnhof verstanden. Ich habe einfach die ganze Zeit geraten. Ich wusste gar nichts. Ja, geht mir genauso. Ich fand es echt ultra schwer. Ja, ehrlich mal. Also vielleicht hätten wir einfach gestern ein bisschen mehr lernen sollen. Ja, das hätten wir auf jeden Fall. Wir haben uns voll ablenken lassen von diesen komischen Typen und so. Ja, da hast du recht. Also, wir hätten uns echt nicht von ablenken lassen dürfen. Warum ist das überhaupt schon wieder passiert? Also, die waren ja wirklich richtig niedlich und so, aber... Oh, das hätte doch nicht sein dürfen. Ja, stimmt. Also, ja, keine Ahnung. Hätten wir vielleicht nicht, aber ist doch jetzt passiert. Kann man doch nichts machen. Ja, stimmt. Ganz ehrlich, das wird schon. Ich meine, wir werden jetzt wohl schon keine 6 oder so schreiben. Vielleicht auch nicht mal eine 5 oder so. Ach, das wäre ja gut. Aber Leute, was meint ihr? Was machen wir jetzt? Wollt ihr wirklich wieder dahin? Also zu diesen Jungs wieder? Hm, gute Frage. Aber na klar doch.
Haha, dafür bin ich auch. Ja, Leute, also worauf wartet ihr? Let's go! Oh Mann, jetzt sind wir echt wieder hergekommen, nur um die beiden Jungs zu sehen. Und dann sind sie nicht mal da. Wir sind also voll umsonst gekommen. Oh Mann, ich wünschte, wir hätten einfach irgendwas anderes gemacht. Das ist doch voll die Zeitverschwendung. Wir warten doch jetzt schon die ganze Zeit. Ja, stimmt. Also eigentlich würde ich schon gern warten und natürlich die beiden gern sehen, aber langsam wird's echt nervig, weil wir warten und warten und warten. Ja, lasst uns doch einfach noch einen Kakao holen oder so in der Zeit. Ja, gute Idee. Oh, Chris, wer ist denn da? Schau mal an. Yo, Mädels, was geht? Sie sind ja doch noch gekommen. Hi, was geht? Also, wir sind von der Schule jetzt gekommen und bei euch so? Wir dachten, wir kommen mal wieder vorbei. Wetter ist ja auch voll nice und so. Cool. Ja, wir sind auch von der Schule gekommen und wollen jetzt wieder ein bisschen ballen. Cool, dass ihr wieder am Start seid. Also, wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich auch gerne mitmachen. Klar, ich liebe Basketball. Ich bin gern dabei. Hä, sie will da mitmachen? Also, ich kann überhaupt kein Basketball, also ich mach da mal lieber nicht mit. Ja, ich mach auch mit. Ich auch. Ich auch. Also gut, dann wird's ja heute voll auf dem Spielfeld. Cool, let's go. Gut, hat jemand von euch überhaupt schon mal Basketball gespielt? Nee, nicht direkt. Also, gespielt nicht, aber gesehen. Also, ich weiß, wie das geht. Na dann, okay, Mädels. Also, nimm einfach mal den Ball. Hier, fang du mal an. Okay. Werf einfach, du kannst nichts falsch machen. Okay. Wow, cool, nicht schlecht für den ersten Versuch, mega. Du bist also ein Naturtalent. Danke, das war ja auch überhaupt nicht schwer. Okay, lass mich mal, geh mal aus dem Weg. So, und... Ah, passiert, mach doch nichts fürs erste Mal, du musst doch erstmal reinkommen. Na, ich weiß ja nicht, also ich glaube, das ist nicht meins, ich habe da auch keine Lust drauf. Setz mich mal ganz kurz hin. Oh Mann, das ist ja überhaupt nichts für mich. So, wer will als nächstes? Ich, geb mal her. Und... Volltreffer. Ey, richtig cool. Du bist ja voll gut. Tja, habe ich jemals das Gegenteil behauptet? Nein. Okay, jetzt bin ich aus dem Weg da. So, jetzt schaut, so macht man das. Ah Mann, jetzt reg dich doch nicht auf. Ich meine, du kannst ja doch ein paar Mal machen und lernen. Nein, danke. Das ist irgendwie auch nicht so was für mich. Ich geh mal schauen, was Carla so macht. Oh Mann, also es war gar nichts für mich. Nee, das war viel zu schwer. Aber außerdem, die beiden müssen sich auch schon wieder so aufspielen. Das ist voll nervig. Tja, sieht wohl so aus, als wären wir halt jetzt hier zu viert. Okay, dann lass uns doch eine Runde zocken. Weißt du was? Sollen wir nicht einfach gehen und uns irgendwie ein Eis holen oder sowas? Ich habe keine Lust, hier die ganze Zeit zu sitzen. Gute Idee. Lass die mal machen. Okay. Wow, also das hat echt Spaß gemacht. Also ganz schön anstrengend, nicht wahr? anstrengend ist gut. Also ich brauche erstmal eine Pause. Oh ja, ich auch. Das ist mega anstrengend. Hätte ich echt nicht gedacht. Tja, Mädels, so ist das. Aber wir können uns ja eine kleine Verstärkung holen, wenn ihr Bock habt. Sollen wir irgendwie was essen gehen? Was meint ihr? Ja, wäre voll cool. Klar, voll gerne. Ich bin dabei. Boah, das ist echt richtig cool hier. Es ist echt ein cooles Restaurant. Habt ihr echt gut ausgesucht. Seid ihr öfter hier? Ja, immer mal wieder. Wir waren jetzt länger nicht hier, aber das Essen ist echt gut. Probiert mal. Okay, guten Appetit. Echt mega lecker. Da habt ihr echt nicht zu viel versprochen. Tja, sag ich doch. Aber Mädels, erzählt mal ein bisschen von euch. Also ich meine, wir kennen euch ja eigentlich noch gar nicht so richtig. Und erzählt mal, was ihr so macht und wer ihr einfach so seid. Ja, also... Ey, mega witzig. Hammer. Oh Mann, das ist echt ein richtig schöner Abend gewesen. Ja, total. Und es ist ja auch schon mega spät. Wow, habe ich ja gar nicht drauf geachtet. Also Kim, ich muss sagen, das war echt ein cooler Abend oder beziehungsweise ein cooler Tag mit dir. Du bist ja echt total korrekt. Also vielleicht kann man sich ja wiedersehen. Ja, natürlich total gerne. Also ich würde mich auch voll freuen und ich fand es auch richtig cool. Es hat total Spaß gemacht. Ja, Claudio, das Gleiche kann ich natürlich nur von dir behaupten. Du bist wirklich Hammer. War voll der coole Tag. Das fand ich auch. Also ich finde dich auch richtig korrekt und es hat richtig Spaß gemacht. Also ich muss sagen, auf Basketball habe ich wieder total Lust. Vielleicht können wir morgen direkt wieder spielen. Klar, also wir sind sowieso am Start. Ja, ehrlich, kommt einfach vorbei. Wird uns voll freuen. Dann können wir morgen den gleichen Tag wiederholen und danach können wir uns ja wieder auf ein Essensdate verabreden. Oh mein Gott, ja, unbedingt. Wow, das ist ja richtig cool. Vor allem auf so ein Doppeldate. Also besser geht's doch gar nicht. Okay, Jungs, dann sehen wir uns morgen. Hey, guten Morgen, Carla. Hey, Cassie, wie geht's? Ja, gut, gut. Und dir? Mir auch. Also, ich muss nochmal sagen, ich fand das gestern wirklich echt unmöglich von den beiden. Ja, da sagst du was. Die haben uns da einfach alleine
stehen bzw. sitzen lassen. Also wir sind dann gegangen und es hat die überhaupt nicht gejuckt. Ehrlich mal, die hätten wenigstens doch mal schreiben können oder irgendwas, wo wir sind. Die haben es ja nicht mal mehr gemerkt. Das ist ja, es sind ja wirklich richtig tolle Freunde. Boah, das war einfach so cool gestern. Ich kann es immer noch nicht glauben und ich freue mich total auf das heutige Date. Wow. Oh mein Gott, was sollen wir anziehen? Vielleicht sollten wir einfach nochmal shoppen gehen. Ja, ehrlich. Ach, hi ihr beiden. Hey, wie geht's euch und wo wart ihr eigentlich gestern? Also wir haben euch voll vermisst. Ja, ihr wart auf einmal weg. Ist alles gut? Auf einmal weg, ja. Und ob alles gut ist, das fällt euch ja früh an. Also gestern hat es euch nämlich nicht mehr interessiert. Ihr hättet ja echt was schreiben können, aber nein. Ihr wart ja so beschäftigt mit Jamal und Chris oder wie die heißen. Das war voll daneben von euch. Naja, also ihr müsst euch jetzt mal nicht so anstellen, nur weil wir besser spielen konnten als ihr. Ja, ehrlich, also das ist ja nicht mal gemein oder so, also das soll nicht gemein klingen, aber ich meine, ihr hättet ja noch da bleiben können und der Abend war noch voll cool, ihr hättet mitkommen können. Der Abend, ja, was habt ihr denn noch gemacht? Ja, das hätte ich auch gern gewusst. Naja, also wir waren noch zusammen zu viert essen in so einem richtig coolen, schicken Restaurant, also im Prinzip kann man sagen, wie so ein Doppeldate. Das haben die uns gezeigt, das war richtig cool und das Beste an der Sache ist, wir wiederholen heute den Tag, also wir sind wieder verabredet. Ja, genau, das war wirklich so cool, es wäre echt schön, wenn ihr mitgekommen wärt, also ihr wart noch auf ein Doppeldate, das kann ich ja gar nicht glauben, da sollten wir mitkommen oder was? Dann wären wir ja wieder, keine Ahnung, fünfte Rad am Wagen oder wie das auch immer heißt oder keine Ahnung. Oh mein Gott, ich kann es gar nicht glauben. Ihr immer nur mit euren Jungs, ihr habt nur Jungs, Jungs, Jungs im Kopf. Vor allem du, Kim, hast du nichts aus dieser Sache mit Jaden gelernt da? Das sollte dir doch eine Lektion sein. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Echt unmöglich seid ihr. Bitte was? Was hat das jetzt mit dieser Sache mit Jaden zu tun? Also einfach mal überhaupt nichts und mischt euch nicht in mein Privatleben so ein. Beziehungsweise in unser Privatleben. Ja, ehrlich, so könnt ihr doch nicht mit Kim reden. Also das mit Jaden ist doch, ja, das war daneben, aber das ist doch jetzt eine ganz andere Sache. Die sind doch viel cooler, das ist doch nicht Jaden und außerdem... Ja, macht uns doch nicht so blöd an. Komm, wir gehen. Oh, also ein weiterer Zickenkrieg. Aber wenn die so wollen, dann bitte. Ja, ehrlich, bitteschön. Dann gehen wir halt jetzt in Zukunft getrennte Wege. So, dann würde ich mal sagen, Ladies first, ne? Vielen Dank. Dankeschön. Boah, das mit dem Freizeitpark, das war ja echt mega die coole Idee. Ja, total. Hier riecht's ja schon überall nach Zuckerwatte und Schokolade und die Achterbahn erst. Na, scheint ja so, als würde euch das hier gefallen. Dann haben wir das ja genau richtig ausgesucht. Das freut uns natürlich. Hey Mädels, Bock auf Zuckerwatte? Aber na klar, immer doch. Ihr wollt beide Zuckerwatte, oder? Ja, gerne. Okay, dann nehmen wir insgesamt 4-mal Zuckerwatte, bitte. So, einmal, zweimal. Für dich natürlich auch und für mich. Perfekt, so, bitteschön. Und das Geld, danke. Okay Mädels, dann lasst es euch mal schmecken. Köstlich. Wirklich total lecker. Also ist schon mega lange her, dass ich Zuckerwatte gegessen habe. Ja, aber bockt schon irgendwie. Und Popcorn gibt's auch. Sollen wir uns das später holen? Oh ja, lass uns erstmal die Fahrgeschäfte anschauen. Wow, guck mal. Voll cool, aber das ist ja noch aus. Aber sind wir hier echt die Einzigen? Aber okay, besser für uns. Da müssen wir nicht warten. Okay, let's go. Bereit? Okay, und die Nächsten. Es geht langsam los. Und ab geht's, Leute. Hey, okay, das ist eigentlich voll lahm. Ist das nicht für Kinder? Können wir ein bisschen schneller haben? Oh yeah, Leute, es wird schneller. Und schneller. Das Schnellste, was geht. Yay, yeah, oh mein Gott, jetzt fängt es überhaupt an, richtig Spaß zu machen. Woo! Yay, yeah, oh mein Gott, das macht so Spaß. Das ist wirklich der beste Tag überhaupt. Woo! Yeah! Oh yes, ich habe was geschnappt. Bitteschön, der ist für dich. Dankeschön. Oh mein Gott, den werde ich auf jeden Fall in Ehren halten. So, und jetzt lass mich mal. Das kann ich doch auch. Haha, wer sagt's denn? Und du, Milady, du bekommst diesen süßen Delfin. Wow, oh mein Gott, danke. Das wird auf jeden Fall jetzt mein neues Lieblingskuscheltier werden. Gerne doch. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr einen schönen Tag hattet und ich würde sagen, das war doch wirklich irgendwie das perfekte Date, oder? Also, wenn ich das Date nennen kann, also... Date? Ja, natürlich war das ein Date, klar und wir würden uns natürlich total freuen, wenn wir uns das nächste Mal treffen. Klar, aber du, hör mal, vielleicht können wir uns ja beim nächsten Mal alleine treffen, also weißt du, was ich meine? Also einfach so ein bisschen Privatsphäre. Hey, hast du vielleicht Lust beim nächsten Mal einfach was zu zweit zu machen statt zu viert, so, also wenn du Lust hast? Zu zweit? Nur wir beide? Also... Ohne Kim und, aber na klar doch, da bin ich dabei. Oh ja, auf jeden Fall. Oh, Kim, ich kann's nicht glauben, wir haben ein Date. Ja echt, das ist wirklich ein Unding, was sie sich da schon wieder erlauben.
Ja, ehrlich mal, die mit ihren komischen Chris und wie heißt der, Jamal oder sowas. Einfach nur unmöglich. Und sowas nennen wir beste Freunde. Ja, ehrlich mal, das sind überhaupt keine besten Freunde. Die lassen uns einfach fallen wie so eine heiße Kartoffel, nur weil die da mit ihren Jungs da, keine Ahnung, die hatten ja schon wieder so eine Date-Night, haben die ja erzählt. Und will ich überhaupt nicht wissen, wie es war. Ich will es auch nicht wissen. Die sind einfach nur echt nervig. Ich will mit denen auch gar nichts mehr zu tun haben. Die sollen sich gefälligst entschuldigen. Ehrlich mal. Mein Gott, ich kann es immer noch nicht glauben. Der Abend, der war gestern einfach so unglaublich schön. Es war der beste Abend überhaupt. Und jetzt haben sie uns ja auch noch nach einem Einzeldate gefragt. Also ich freue mich da total drauf. Aber wir müssen uns absprechen, was ihr macht. Und wir erzählen dann, was wir machen. Gute Idee. Lass uns die aber gleich in unser Fach tun, die Kuscheltiere, oder? Oder wollen wir die jetzt die ganze Zeit halten? Nein, wir tun die ins Fach, aber erstmal einmal auf Klo. Oh, einfach unglaublich, dieses komische, der ist ja so süß und die sind ja so süß und bla bla bla. Ja, ehrlich mal. Oh, als ob, wir sind doch hier nicht mehr im Kindergarten. Hey ihr beiden. Huch, hey. Ihr seht ja gar nicht gut aus. Über wem habt ihr euch denn gerade so aufgeregt? War das zufällig über uns? Nein, 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 natürlich nicht. Nee, wir haben über, ich habe mich aufgeregt, dass mein Paket noch nicht da ist mit meinen Schuhen, die ich bestellt habe. Und, genau. Ja, nee, ist klar. Hat sich ja auch voll so angehört. Ja, genau. Ach, meine Güte. Und was habt ihr da überhaupt für dämliche Kuscheltiere? Ja, ehrlich, seid ihr jetzt 5 oder was? Also, die haben wir gestern bekommen von Chris und Jamal. Ist das nicht toll? Also, das war richtig süß. Wir waren auf Kirmes und also in so einem Freizeitpark und das ist uns auch egal. Das wollen wir überhaupt nicht wissen, was ihr gemacht habt. Das ist, interessiert hier niemanden. Ja, niemand hat gefragt, okay? Okay, ihr müsst ja nicht gleich so ausrasten. Ihr seid doch einfach nur eifersüchtig. Ganz genau, ihr seid einfach nur voll eifersüchtig. Das glaube ich auch. Eifersüchtig? Wir und eifersüchtig? Hast du das gehört, Cassie? Wir sollen eifersüchtig sein? Auf diese blöden Kuscheltiere oder was? Also das ist ja wirklich unerhört. Sowas muss ich mir ja echt nicht geben. Nein, also wir sind im Gegensatz zu euch erwachsen und laufen hier nicht mit solchen Kuscheltieren rum, okay? Wir wissen nämlich, was cool ist und was nicht. Und nur weil ihr jetzt irgendwelche Typen kennengelernt habt, heißt es doch noch lange nicht, dass wir eifersüchtig sind. Oh mein Gott. Komm, wir gehen. Okay, gut. Dann sind sie wohl nicht eifersüchtig. Habe ich ja schon verstanden. Meine Güte, dass es jetzt so ausartet in so einem Zickenkrieg. Ich meine, musste das sein? Ich meine, das ist doch voll blöd. Ich meine, jetzt haben wir da zwei nette Typen kennengelernt, aber dafür zwei Freundinnen verloren. Das kann es doch nicht sein. Ja, das stimmt. Und ich meine, beim letzten Mal haben wir uns ja auch geschworen, erst, dass wir halt zusammenhalten. Und vor allem mit dieser Geschichte mit Jaden und so. Und dass es jetzt wieder so passiert, das sollte eigentlich nicht sein. Und oh, jetzt habe ich das Gefühl, das ist alles meine Schuld. Nein, es ist nicht alles deine Schuld. Ich meine, es ist ja auch meine Schuld und irgendwie unsere Schuld, aber die sind ja auch schuld. Ich meine, die können doch mal was gönnen. Wir sind doch beste Freunde. Da freut man sich doch für den anderen. Ja, du hast recht. Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Ob wir uns anschweigen sollen oder meinst du, wir sollten uns entschuldigen? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht sollten wir das einfach wie erwachsene Leute klären. Wir könnten ja die fragen, ob wir uns zusammensetzen wollen und dann quatschen wollen. Na gut, das machen wir so. Oh, dieser Tag heute ist wirklich einfach nur anstrengend. Also der macht mir echt zu schaffen und ist einfach nur nervig. Oh boy, guck mal, was ich gefunden habe. Hä, was denn? Na hier, das Freundebuch. Und du weißt ja, wer da auch reingeschrieben hat. Und zwar Kim und Chloe. Und da wir jetzt keine Freunde mehr sind und sie offiziell nicht mehr meine Freunde sind, kann ich es auch wegschmeißen. Und zack. Ganz einfach. Okay, sag mal, findest du das nicht irgendwie eine Nummer zu krass oder so? Hä, warum denn so krass? Ich meine, das sind halt nicht mehr meine Freunde und deine doch auch nicht, oder? Ja, schon, aber ich meine, da musst du das doch nicht gleich wegschmeißen. Ich habe ja da auch reingeschrieben und doch noch andere von deinen Freunden und... Ja, das stimmt schon, da hast du schon recht, aber ist doch egal. Ich will mit denen halt nichts mehr zu tun haben. Schließlich sind die halt, haben sich total verändert. Was soll das? Ja, das stimmt, aber ich finde es trotzdem irgendwie ein bisschen... Ich meine, heißt ja nicht, dass wir uns jetzt nie wieder vertragen. Hey, schau mal, da vorne sind die beiden. Ja, und die sehen jetzt auch nicht wirklich glücklich aus. Also ich hoffe einfach, dass sie jetzt mal die Entschuldigung annehmen und dass das alles ein vernünftiges Gespräch wird. Und, hey, ihr beiden. Hey? Ach, guck mal, wer da wieder ist. Hey, jetzt hör auf. Lass uns doch das vernünftig jetzt angehen. Also, habt ihr vielleicht kurz Zeit? Ich weiß nicht, wir können uns ja noch draußen setzen, damit wir ungestört reden können. Reden? Worüber willst du denn noch reden? Hey, jetzt hör auf damit. Ja, okay, du hast ja recht. Ich
will ja auch, ich bin ja auch erwachsen und will mich ja auch so benehmen. Ja, lasst uns rausgehen. Gut, hier sind wir nun. Also, was wollt ihr jetzt noch bereden? Naja, also ich, Kim und ich, also wir wollten, wir wollten uns entschuldigen. Wir wollten uns einfach entschuldigen, obwohl wir eigentlich nicht wirklich was gemacht haben. Also okay, passt auf. Es ist so. Ich meine, wir hatten doch alle zusammen einen schönen Tag verbracht und dann haben wir halt diese beiden Jungs kennengelernt und ihr wolltet dann ja nicht mehr Basketball spielen, ihr wart dann weg und wir haben es halt wirklich nicht gemerkt, weil wir hatten halt so viel Spaß und naja, die sind halt total nett und dann haben die uns halt nochmal eingeladen, dann waren wir nochmal mit denen auf dem Date und wir verstehen uns halt gut, die sind halt total lieb. Ja, das stimmt und die sind wirklich nicht wie Jaden, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Ja, und wir wollten euch ja damit nicht verletzen oder irgendwas und dass wir nicht mehr für euch da sind, das stimmt doch auch überhaupt nicht. Ich meine, wir sind doch beste Freunde. Ja, und das sollte doch wirklich nichts daran ändern. Ja, es stimmt. Ihr habt recht. Also erstmal danke für die Entschuldigung und wir verstehen das auch. Und ich finde, wir haben echt überreagiert, stimmt's? Ja, wir haben überreagiert, ist okay. Und ich gebe zu, ich war vielleicht wirklich ein bisschen eifersüchtig, beziehungsweise bin es halt immer noch, weil ihr habt halt so nette Typen kennengelernt und ich halt nicht. Und wir haben halt das Gefühl, dass ihr uns jetzt fallen lasst wie so eine heiße Kartoffel oder so. Was? Nein, auf gar keinen Fall. Niemand lassen wir hier fallen. Das ist doch, also das stimmt doch überhaupt nicht. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Es bleibt doch alles, wie es ist. Ja, stimmt halt auch wiederum. Ich glaube, wir haben einfach überreagiert. Ja, das ist das richtige Wort. Also ich meine, beste Freunde freuen sich ja auch für einen. Wir freuen uns ja auch für euch. Und auch wenn das nicht so rüberkam, aber es tut uns auf jeden Fall auch leid. Ja, wirklich. Ja, dann Leute, ist doch alles geklärt. Also super, dass wir das klären konnten. Dann ist es ja halb so wild. Dann ist jetzt wieder alles beim Alten. Ja, würde ich sagen. Und schön, dass ihr uns angesprochen habt. Ich glaube, hättet ihr den ersten Schritt nicht gemacht, dann, keine Ahnung, hätten wir jetzt immer noch Streit. Ja, danke euch Mädels. Also finde ich wirklich klasse und doch voll erwachsen von euch, um ehrlich zu sein. Also ich freue mich. Ich mich auch. Ich bin froh, dass das geklärt ist. Und Leute, was sagt ihr? Ich glaube, es ist Zeit für einen Mädelstrip, oder? Oh ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie wär's denn mit ein bisschen Wellness? Also ich muss sagen, das mit dem Wellness war wirklich die beste Idee. Die allerbeste. Also besser geht's doch gar nicht. So, erstmal was trinken. Ach, einfach nur herrlich. Genau das haben wir gebraucht. Die haben hier echt den besten Bubble Tea in der Stadt, na wirklich. Boah, ultra lecker. Also Mädels, ich würde sagen, das war doch wirklich total der gelungene Tag, oder? Ja, absolut. Ich meine, besser hätte es gar nicht laufen können. Ich finde es richtig gut, dass wir uns noch abgesprochen und wieder vertragen haben. Ja, ehrlich mal, ich meine, wir sind wieder zur Vernunft gekommen und das ist wirklich das Wichtigste in der Freundschaft. Das stimmt, denn ich meine, wahre Freunde, die halten halt zusammen. Ist doch egal, was kommt und wegen irgendwelchen Typen oder so, müssen wir uns doch auch überhaupt nicht streiten. Das wäre doch wirklich voll lächerlich. Ja, das stimmt. Also ich würde sagen, beste Freunde für immer.